Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute tritt Kroatien ein in die EU. Ich begrüße dazu Selimir Ognjenović. Bedanke mich für die Einladung für diesen besonderen Tag für alle uns Kroaten. Selimir, Sie sind ein Touristiker mit Leib und Seele. Sie waren einer der Ersten, der nach der Grenzöffnung quasi nach Fall des Ostblocks rübergekommen ist. Sie haben in Holland begonnen, unternehmerisch zu sein, sind mittlerweile mit Sitz in München der größte deutsche Spezialanbieter für den Kroatien-Tourismus. Und wir reden jetzt über Politik. Warum hat es denn in Kroatien so lange gedauert oder in Europa so lange gedauert, bis die Kroaten dazugekommen sind oder kommen durften oder kommen wollten? Das war sicherlich nicht unser Wunsch. Diese lange Dauer war, weil der Kroatien hatte durch einen Filter gegangen, was waren keine Länder früher. Wir waren in diese Balkankriege involviert. Die Scheidung von Jugoslawien hatte Kroatien sehr teuer bezahlt. Und dann kommt diese lange, für uns ganz lange 20 Jahre, mit vielen Fragen, was müsste Land zu füllen, einfach in Europa zu treten. Und ich glaube, das ist der Grund, weil einfach Europa und die Welt sieht uns eine Brücke, zu der, dass in Europa kommt auch unsere Nachbar. Wir sind ein Beispiel, was muss ein Land zu machen, in Europa zu treten. Und endlich, wir sind da. Ich bin auf einen oder anderen Weg auch stolz für alles, was war durch diese 20 Jahre in der Kroatien passiert. Und ich bin auch froh, dass wir kommen in Europa in eine Zeit, wann Europa ist in der Krise. Das ist auch eine Bestätigung, dass ein europäisches Land war alle Zeit ein Wunsch von uns zu sein. Kroatien ist stark, ist wirtschaftsstark, die Schlüsselindustrie ist der Tourismus. Er ist auch längst nicht mehr das Billigland am Mittelmeer, sondern Sie haben sehr viel in Qualität investiert, Sie haben die Hotels upgegradet, das Inland entdeckt, die Gastronomie. Kroatien ist bekannt durch seine weißen Trüffel. Man dachte immer lange Zeit, es seien die Italiener, aber also Sie haben sehr, sehr viel getan, viel gearbeitet und trotzdem kommt aus Berlin kein Mensch heute zur Zeremonie in Ihr Land? Nein, da kommt viele Menschen auch von kommt Repräsentanz von der Deutschland nach der Kroatien. Leider kommt nicht auch die Frau Merkel, was wir haben erwartet. Warum ist das so? Auch der Außenminister lässt sich nicht blicken. Gibt es da tatsächlich dieses Geheimdienstthema ganz aktuell? Man ist mal wohl verschnupft. Kann es das sein? Ich kann nicht wissen, warum ist das. Aber ich glaube, auch wann ist das eine Antwort auf eine oder andere unserer Fehler, ist ein bisschen zu groß. Weil in dieser Zeit Präsenz von unserem großen Vorbild von Deutschland auf eine größere Stelle wird sicherlich von dem Volk einfach mit großer Liebe gesehen. Ich glaube, hier auch für alle Kroaten von uns, was leben hier in Deutschland, diese Gäste einfach über den Menschen zu denken und nicht nur über ein oder andere Fehler von der Politik, weil die Politik in meinem Land balanciert sie. Wir sind noch in einer Entwicklung, wir sind eine Stadt von 20 Jahren und dort Fehler eine oder andere sind möglich. Aber eine Fehler, was hat die Bevölkerung und das Volk und wir haben nie gemacht, war unsere Freundschaft zu Deutschland. Und ich glaube, dass das der Volk, die Kroaten in Deutschland, in der Kroatien, haben heute ein bisschen mehr Liebe von Deutschland verdient. Jetzt haben wir mal über Berlin gesprochen und jetzt reden wir über Bayern. Ja. In Bayern ticken die Uhren anders. TV Bayern Live hat sich ganz bewusst heute eingeladen auch. Dankeschön. Denn ich glaube, die Nähe von Bayern nach Kroatien und die Verbindung, die wir auch hatten. In Bayern hatten wir sehr gerne sehr viele kroatische Flüchtlinge aufgenommen, als es ganz schwierige Zeiten gab. Ich glaube, da ist eine ganz andere Beziehung gewachsen. Für die Bayern ist einfach für uns, wenn wir reden von der Deutschland, wir denken auf der ersten Stelle über die Bayern. Auch dieses für uns ganz wichtigste Tourismus, wenn man nutzt die Zahlen, das zeigt alles auf der Statistik, 40% von allen deutschen Gästen kommen von Bayern. Das ist nicht nur, dass die Bayern besucht uns, das ist Bayern kennt uns. Und wir wollen einfach manchmal zu sagen, und das ist nicht eine Werbe gegen
Gag, ich sage zu allen meinen Freunden auch hier, wir sind praktisch ihre bayerische erste warme Meer. Wir sind auf der, heute ohne diese Grenze in Slowenien und Österreich und alles. Man reist zu der Istrien in der 5,5 Stunden, 6 Stunden. Wir haben viele neue Autobahnen gebaut und Kroatien ist mehr Nähe zu Bayern als je war. Da kommt der Touristiker wieder durch. Aber wir haben auch gemeinsame Wurzeln. Ich denke an das Habsburgerreich damals. Da ist sehr, sehr viel alte Habsburger Tradition. Man fühlt sich gar nicht wie im Balkan. Es ist ja auch nicht der Balkan. Ehrlich zu sagen, wir haben alle Zeit das probiert zu sagen, auch wenn wir waren in der Jugoslawien, dass der Kroatien gehört nicht zu dem Balkan. Das können Sie sich bestätigen, wenn Sie besuchen die Lande, wenn Sie sehen Architektur, wenn Sie sehen die Kultur. 95% von den Kroaten sind christlich, von der Religion, von alles. Und das, dass wir würden jetzt in Europa zusammen mit Bayern sein, das ist nicht erst das Tal. Ich glaube, in K&K, das war diese Beziehung. Und das waren vier. Aber das war auf der ersten Stelle diese Nähe. Das war dieses auch Erfahrung, was haben viele Kroaten in der Zeit von der Entwicklung von Deutschland. Viele damals von Jugoslawien haben hier als der Gastarbeiter einfach geholfen, auch zu der, das zu bauen, diese erste Welt, erste wirtschaftliche Nation von Deutschland. Und wir sind stolz. Ich bin auch froh, wenn ich höre, dass die Kroaten hier haben eine Reputation von einem fleißigen und ehrlichen Volk, was hat alles gut geleistet. Und diese Beziehungen mit, und vergessen wir nicht, auf der Zeit, wann die Flüchtlinge waren hier in Bayern willkommen. Das ist eine ganz, ganz große Beziehung. Und wann sie kommen in der Kroatien und alle von Bayern, ich glaube, das kann diese, alle Schritte in der Kroatien, diese Liebe zu der Bayern, zu Deutschland einfach zu fühlen. So, und das war jetzt ein sehr schöner Schluss. Aber es gibt noch einen ganz speziellen Schlusssatz, den Sie mir im Vorgespräch sagten. Und das ist jetzt Ihre Kamera, vielleicht schauen Sie da rein. Für uns Kroaten, Eintritt von Kroatien in Europa ist einfach eine Rückkehr nach Hause. Wir waren alle Zeit ein Teil von dieser Welt, auch wenn wir waren in eine andere, Entschuldigung, kann ich noch einmal? Natürlich. Okay. Eintritt von der Kroatien in Europa für uns ist nicht ein Eintritt, ist einfach ein Rückkehr zu Hause, kulturell. Und politisch, wir haben alle Zeit zu Europa gehört. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.